Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Meine Regieboxen sind endlich angekommen. Ich musste lange darauf warten. Die Bestellung kam dann leider auch unvollständig, weil meine ETBs, die ich bei dem Shop bestellt habe, sind nach wie vor noch nicht hier. Ich bin gespannt, wann sie kommen. Wenn sie nicht so schlecht verfügbar wären, hätte ich es wahrscheinlich auch schon storniert. Aber ich kriege es eh nirgendwo anders jetzt mehr. Von daher warte ich nach wie vor, werde euch daran teilhaben lassen, wenn die Boxen denn hoffentlich endlich irgendwann ankommen. Und ja, wir schauen jetzt in diese beiden Boxen rein. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn wir vielleicht irgendwann mal die ETBs bekommen oder Grading Returns, die neuen Sets, die aktuellsten Boxen, was auch immer, dann lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Kanalmitgliedschaft, wenn ihr Bock habt, auch mega gern gesehen. Und wir starten jetzt rein in die erste Box, Regielegi. Ich sage immer Regielegi, ich weiß nicht warum, aber es ist Regielegi. Ich versuche es mir zu merken, ich weiß mich selbst quasi gedanklich immer wieder darauf hin, aber das ist so wie mit Regieis, das ist auch falsch, weil es wird nur mal anders geschrieben. Aber was will man machen? So. Einmal die Pappe weg. Dann haben wir hier wieder eine völlig unnötige Oversize-Card. Also auch da wieder, wenn jemand die haben möchte, schreibt mir gerne auf Insta. Ich bin immer bereit, die abzugeben, weil ich packe die halt in diesen Pikachu-Beiner, werde es mir nie wieder angucken. Ja, weil, weiß ich nicht, brauch ich persönlich nicht unbedingt. Von daher meldet euch gerne, wenn ihr damit was anfangen könnt. So, die zwei Promos kommen einmal raus. Ganz viel Plastik produziert. Und dann schauen wir mal. Also einmal die Regidrago Holo und die Regielegi V. So, dann geht's los. Der Code geht raus an euch. Vier Booster an der Zahl. Und schauen wir mal, ob sich das Warten jetzt gelohnt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob sich das Warten gelohnt hat. Ich wollte nochmal was nachgucken. Die werden jetzt ja teilweise in Europa produziert, aber nein, die kommen noch aus den USA, weil es wird in Europa gedruckt inzwischen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ab dann, also die strahlende Sturmwinde, so, das war der Name, den wir, nee. Silberne Sturmwinde, nicht strahlende Sturmwinde. Silberne Sturmwinde wurde jetzt in der Neuauflage schon in England, meine ich, war das produziert. Mein Gott, einfach schon zu spät am Tag. Und ja, vielleicht dann ja auch die Scarlet and Violet, also Karmesin und Purpur Sets. Vielleicht, wenn das Video hier rauskommt, haben wir das schon geöffnet. Ich bin selbst gespannt, wann da welche Produkte ankommen. Also entweder kommt das hier kurz vor Release von dem Set oder dann, wenn wir wahrscheinlich das erste Display oder die erste Box aufgemacht haben. Und ja, mal schauen, was wir jetzt ziehen können. Wir haben einen Lunastein, was hilft uns nicht weiter, und ein Galarmauzi. Na, genauso wenig. Also wir starten entspannt. Wäre natürlich jetzt richtig hart, wenn wir so lange warten auf die Produkte und dann nichts bei rumkommt. Ne? Also Boxen und ich, Tin und Tins und ich, das ist ja halbwegs okay. Boxen und ich so, naja. Aber ich habe mir gedacht, jeder einmal, weil die in der Vorbestellung wirklich günstig waren, dann habe ich sie doch genommen, weil ich dachte, für den Preis kommen, dann nehme ich sie mal mit. Aber das Warten hat sich hoffentlich einfach gelohnt. Hat sich hoffentlich einfach gelohnt. Und wenn es nur was ist, was mir fehlt, das würde mir schon reichen. Ein Sichlor ist immer nett zu sehen, das nehmen wir raus. Aber ja, große Hits sind Tracking-Schuhe nicht und ein Jan Mega leider auch nicht. Ja, ich würde sagen, ich kann die Produkte ja vergleichen mit den Tins, mit den Galar-Kügeln, weil OVP ist der gleiche und Boosteranzahl ist auch die gleiche. Und da hatten wir zumindest anzahltechnisch immer mindestens drei. Dann sind wir hier noch weit von entfernt, das heißt, wir brauchen jetzt ein Doppel-Hit-Pack und ein normales Pack, um das mindestens zu schaffen. Und wir brauchen dann noch Qualität, weil bis auf einen haben die ja richtig gut gegönnt. Darum mal schauen, was die Boxen hier machen. Es gibt noch genug, was ich brauche. Von daher, die Chancen sind auf jeden Fall da. Und können wir hier? Nein, können wir hier nicht. Und können wir? Nein. Scheinbar hat sich das Warten nicht gelohnt, außer in diesem Booster Pack verbirgt sich jetzt der große Hit, weil jetzt, damit das noch eine vernünftige Box ist, brauchen wir schon einen qualitativ sehr guten Hit.
Da bin ich nicht mit einfach einem kleinen Galar-Hit zufrieden. Weil entweder stimmt die Quantität oder die Qualität. Und wenn beides nicht stimmt, dann wird's bitter. Dann wird's bitter. Wir haben den Nirgendwo-Sauger, Luxio, die Buddelbrüder, Emolga, Janma, Gladiantri, Zirpurze, Plaudergei. Wow. Wow, war die Box nicht gut. Wow, war die Box nicht gut. Ja. Gucken wir mal die zweite rein, wa? Also, boah, war das schlecht. War das schlecht? Hier schon halb gebrochen, ey. Also hier gleiches Spiel, ne? Große Karte, wer sie braucht. Man gut, es sind wenigstens zwei Promos drin. Da hat man wenigstens irgendwas. Also auch hier einmal die Holo, diesmal halt genau andersrum. Ganz ehrlich, verstehen sie ihn auch nicht. Wenn sie die Boxen schon so nennen, können sie auch einfach die Holo passend dazu machen. Was soll das? Ist ja wahrscheinlich nur wieder, wenn man das eine Pokémon lieber mag und von dem beide Karten haben will, dass man das Geld für beide ausgibt, vermute ich mal. Aber ja, nach der ersten Erfahrung würde ich sagen, ist nicht schlimm, wenn man an so eine Box nicht rankommt. Und wenn ich im Moment teilweise so für 40 Euro sehe, was ich auch ansatzweise nicht bereit wäre auszugeben, also nicht mal ansatzweise. Wie gesagt, ich habe sie nur genommen, weil sie 20 Euro pro Box gekostet haben und ich den Versand nicht bezahlen musste, aufgrund der Menge mit den ETBs dann. Ja, nach der Erfahrung hier, ich habe ja schon gehört, dass diese entweder sehr gut oder sehr schlecht sein sollen. Und ich weiß nicht, ob ich schon in diesem Set was geöffnet habe, was keinen Hit hatte. Ich glaube, selbst die Mini-Tins hatten immer mindestens irgendwas. Also, und da sind nur zwei Booster drin. Ja, aber vielleicht kann Regidrago. Ist es jetzt mal andersrum? Sonst ist es immer so, wir sind schlecht unterwegs im Start. Gut unterwegs am Start, aber dann wird es nach hinten raus schlecht. Und jetzt ist die Zeit, dass es sich umdreht. Meine Damen und Herren, jetzt ist es die Zeit, dass es besser wird. Und das wird uns jetzt dieses Booster hier beweisen, weil jetzt reißen wir alles ab. Das sage ich euch. Jetzt reißen wir alles ab. Also es wird mindestens, also es wird besser als ein Galar-Hit, sage ich euch. Es wird besser als ein reiner Galar-Hit. Es wird jetzt hier ein Premium-Hit von dem Herrn. Und zwar haben wir das Sonderbonbon. Luxio, Janma, Gladiantri, Bidiza, den Trank, Galapantimos, Stolunio und Kommandutan. Mann. Also es sind jetzt 6 Booster ohne Hit. Also bei mir von der Anzahl der Hits, also schlechter geht es logischerweise nicht, weil wir haben keine Hits, also haben wir auch 0 Anzahl von Hits. Ich stell mal vor, du machst ein ETB auf und hast 6 Booster, keinen Hit. Hatten wir das? Ich glaube nicht. Und wenn, haben die anderen dann halt richtig gegönnt. Aber mir spannt hier schon Böses, ey. Mir spannt schon Böses. Hisui. Venofliebes. Weimar. Pokéball. Krebschor. Myrapla. Jurob. Tränenhaus-Sinnoh. Ich möchte es ja gern unterhaltsam für euch gestalten. Aber mir fällt das gerade echt schwer. Mir fällt das gerade echt schwer. Ey, wenn jetzt diese Box auch absolut nichts hat, ne? Dann fühle ich mich verarscht. Also ich fühle mich so schon verarscht, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn wir jetzt einen Hit, wenn das jetzt hier keine Ahnung, Gold, Giratina, Arceus oder sonst irgendwas Karte ist, dann... Wenn wir denn überhaupt einen Hit haben, das ist ja das Schlimme. Staralili. Immerhin hatten beide Boxen in Sichlor. Muss man ja zugute halten. Mangonior. Kikugi. Wow. Wow, wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Eine Silembrim V. Wow. 2 Boxen. Eine V-Karte. Richtig cool. Wenn ihr solchen Qualitätscontent mit geilen Hits nicht mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Yay! Oh Gott, war das schlecht. War das schlecht? Ja, das Warten hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt.
besser wäre es gewesen, wenn die Boxen in den Storno gegangen wären. Hätte ich mich wahrscheinlich aufgeregt, aber dann wäre mir das hier erspart geblieben. Und euch auch. Also ja, schreibt mir mal, wie eure Boxen waren. Ich hoffe, es war besser als eine V-Karte aus 8 Boostern und sonst nichts. Ich wünsche es euch vom Herzen, dass es besser war, weil noch schlechter geht's ja quasi nicht. Ja, also mal eine riesen Enttäuschung wieder und es zeigt, ich sollte keine Boxen öffnen. Das heißt, wenn die Seychellen in unserer Magenta-Boxen dann rauskommen und ich die hoffentlich bekomme, wird's grausam. Dann wird's wohl grausam, weil der Boxenfluch hat mal mehr als zurückgeschlagen. Wenn ihr trotzdem wollt, dass ich ein bisschen Spaß noch im Nachhinein an dem Video habe, freue ich mich sehr, wenn ihr Like und Abo da lasst. Und wie gesagt, haut mal in die Kommentare, wie gut eure Boxen hoffentlich waren. Und sonst bleibt mir nichts sagen. Danke, dass ihr durchgehalten habt mit mir, mich auf diesem leidigen Weg des Videos begleitet habt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.